Es freut mich hier auch beim Bachflächendialog präsentieren zu dürfen. Mein Name ist, wie gesagt, Christoph Chrysalis vom Green Finance Team im Umweltbundesamt und ich werde versuchen, jetzt hier in den nächsten 15 Minuten circa den großen Rahmen zu zeichnen, bevor dann meine Mitvortragenden in den nächsten in ihren Slots dann sehr tief in die technischen Details eingehen werden. Und ich möchte eigentlich gerne am Anfang noch einmal einen großen Schritt zurücktreten und einmal anschauen, warum wir überhaupt hier zusammenkommen. Ich denke, es ist immer wichtig, sich das auch im Kopf zu behalten, dass wir uns in einer Polykrise befinden. Dieser Planet ist in der Krise, wir sehen es auf der rechten Seite. Seine Grenzen sind überschritten in verschiedensten Dimensionen, sowohl beim Klimawandel als auch bei der Biosphäre. Und das führt natürlich zu enormen Risiken, wie wir auf der linken Seite sehen können. Das ist die Risikoaufstellung aus dem globalen Risikobericht, der jedes Jahr vom World Economic Forum herausgebracht wird. Und wir sehen es gleich, die Top-Risiken 1, 2, 3, 4 sind alles Naturrisiken, Extremwetterereignisse etc., die sich natürlich auch ganz stark auf die Art und Weise, wie wir wohnen und wie wir arbeiten, auswirken. Einerseits natürlich ist der Gebäudesektor insofern betroffen, dass er selbst Auswirkungen auf das Klima und auf die Natur ausübt. Also beim Neubau zum Beispiel der Flächenverbrauch, die Zerschneidung von Ökosystemen durch Infrastruktur wie Straßen, natürlich der Materialverbrauch, Zement, Stahl etc., der auch energieintensiv produziert werden muss. Und in der Nutzungsphase dann natürlich der Einsatz von Energie zum Heizen und Kühlen. Auf der anderen Seite ist der Gebäudebestand natürlich auch besonders großen Klimarisiken ausgesetzt, wie zum Beispiel Extremwetterereignissen, Überflutungen, Bränden, Muren etc. Und wir müssen die Art und Weise, wie wir wohnen, natürlich auch anpassen an den Klimawandel. Es wird immer heißer im Sommer. Das ist wichtig für die Gebäudedämmung, auch in der Raumplanung, in der städtischen Raumplanung sehr wichtig und beeinflusst natürlich ganz stark unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Wie schaut es in Österreich aus mit dem Klima? Auch nicht ganz rosig, leider. Wir haben bereits die 2 Grad erreicht, Erwärmung im Durchschnitt. Und das führt natürlich auch zu erheblichen ökonomischen Schäden, die berechnet wurden mit, naja, man sieht es, die auch steigen werden über die kommenden Jahrzehnte. Und da muss natürlich was getan werden und dem muss vorgebeugt werden. Und ein Teil dieser Lösungsansätze ist eben auch Green Finance und unter anderem die EU-Taxonomie. Aber nochmal, um hier also das Problemfeld noch weiter aufzumachen, Klima ist natürlich nicht die einzige Herausforderung, der wir uns entgegensehen, also der wir entgegensehen müssen, sondern wir haben natürlich auch Ökosysteme, um die wir uns kümmern müssen und die sind in Österreich leider auch in einem schlechten Zustand. Sind die Ergebnisse der Evaluierungen im Rahmen der Flora- und Fauna-Habitat-Richtlinie und insgesamt kann man sagen, dass circa 34% der Art und 44% der Lebensraumtypenbewertungen im Rahmen dieser Evaluierungen einen ungünstig schlechten Zustand aufweisen. Das sind also die roten Balken in den Balkengrafiken. Also durchaus auch ein äußerst ernüchterndes Bild und hier gibt es auch noch viel Aufholbedarf. Was bedeuten also jetzt diese Naturrisiken noch auch für den Gebäudesektor? Hier ein kurzes Beispiel, Beispiel Hochwasser. Und wir sehen auch hier, dass in den Prognosen die Kosten für zum Beispiel ein 100-jähriges Hochwasser in den nächsten Jahrzehnten enorm sind, also bis zu 4 Milliarden Euro in Österreich. Wir haben 400.000 Gebäude in Hochwassergefahrenzonen und natürlich wird es auch immer schwieriger werden, diese Gebäude zu versichern oder diese Infrastruktur zu versichern und auch hier steigen die Kosten enorm. Was wird jetzt also auf EU-Ebene getan, um dem Ganzen zu entgegnen, diesen Herausforderungen?
Da ist ein wichtiges Rahmenwerk, also der Überbau der Green Deal, der sozusagen die langfristige Vision bis 2050 darstellt. Und die beinhaltet natürlich nicht nur, aber auch ganz zentral das Netto-Null-Treibhausgas-Ziel bis 2050 der gesamten Europäischen Union, beinhaltet aber auch Ziele zu den Ökosystemen, zur Verschmutzung, Ziele dazu, wie unser Nahrungsmittelsystem aufgebaut sein soll und auch, wie wir mit natürlichen Ressourcen umgehen. Und kurzfristiger, die Umsetzung sozusagen im Rahmen jetzt des Klimaschutzgesetzes der EU ist das Fit for 55-Paket, das es eben vorsieht, die Emissionen bis 2030 um 55% zu senken. Und auch hier habe ich auf der rechten Seite in der Grafik kurz markiert, welche der verschiedenen Legislativpakete innerhalb dieses Fit for 55-Pakets auch große Auswirkungen auf den Gebäudesektor haben und auf einige werde ich in den nächsten Folien auch im Detail eingehen. Nur zur erneuerbaren Energierichtlinie gibt es keine eigene Folie, da können Sie sich vielleicht die eine Zahl merken. Der Anteil von erneuerbaren Energieträgern bei Gebäuden muss bis 2030 mindestens 49% betragen. Wir in Österreich haben natürlich auch unseren Part zu leisten am EU-Klimaziel. Über die Effort Sharing Regulation müssen wir unsere Emissionen um 48% zumindest senken bis 2030. Momentan sind wir auf einem guten Pfad. Natürlich auch durch Corona da ein bisschen nachgeholfen, aber trotzdem auch nach Corona sind die Emissionen gesunken, was natürlich sehr positiv ist in Österreich. Und da muss eben an dieser Ambition festgehalten werden. Das bedeutet aber natürlich auch, dass in den nächsten Jahrzehnten weitere, wie ich hier schon vorher gesagt habe, Regulierung auf uns zukommt. Unter anderem ein neues Emissionshandelssystem, in dem auch die Gebäude und der Straßenverkehr beinhaltet sein werden. Und auf das würde ich hier kurz eingehen. Es steht da jetzt Klimasozialfonds drinnen als Überschrift, weil der das ein bisschen, also am besten zusammenfasst. Der Klimasozialfonds wird eingeführt gemeinsam mit dem neuen ETS 2027 und ist eben dafür da, um die Kosten, die auf die Konsumenten und auf die normale Bevölkerung zukommen, durch das neue Emissionshandelssystem ein bisschen abzufedern, aber auch um Maßnahmen zu forcieren, die zur Verbesserung der Energieeffizienz zum Beispiel bei Gebäuden führen. Es ist so, dass im ETS die Kosten bei den Zulieferern anfallen werden, also sozusagen ihr Energie. Zulieferer für den Gebäudebestand wird eben hier Zertifikate kaufen müssen. Und dadurch, dass natürlich ein Teil dieser Kosten auch auf die Konsumenten abgewälzt werden wird, ist dieser Klima- und Sozialfonds ins Leben gerufen, der eben dann aus diesen Allowances aus dem ETS auch gespeist wird und zusätzlich von den Mitgliedstaaten dann auch noch einmal ergänzt wird durch finanzielle Mittel und hier für Abhilfe sorgen soll. Die EU-Energieeffizienzrichtlinie, die letztes Jahr überarbeitet wurde, gibt auch recht ambitionierte Ziele vor. Es muss der Endenergieverbrauch um 38% und der Primärenergieverbrauch um 40% reduziert werden. Da wurde ein großer Teil natürlich schon erreicht. Wenn man es von 2020 an betrachtet, bedeutet das eine insgesamte Verringerung um ungefähr 11% noch, also die jetzt noch zu tun sind. Das bedeutet immerhin trotzdem noch immer ungefähr 1,5% im jährlichen Verbrauch einzusparen und betrifft natürlich auch den Gebäudesektor und Immobiliensektor ganz stark. Ganz wichtig auf der rechten Seite diese Verankerung dieses Prinzips, die Energieeffizienz zuerst, ist natürlich besonders wichtig auch im Rahmen der Governance im Immobiliensektor. Und hier will auch der öffentliche Sektor soll hier eine Vorbildrolle spielen,
mit einer höheren Senkung des Energieverbrauchs um 1,9% pro Jahr und auch einer sehr hohen Renovierungsrate von 3% im Jahr. Im Detail auch für Gebäude gibt es auch die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die dieses Jahr überarbeitet wurde. Und auch hier ambitionierte Ziele im Rahmen der Renovation Wave Strategy der EU. Also ab 2028 müssen alle Neubauten im öffentlichen Sektor null Emissionen aufweisen, ab 2030 alle Neubauten, und dann gibt es für den Gebäudebestand auch Vorgaben, wie die Renovierungsraten gesteigert werden sollen und der Energieverbrauch gesenkt werden soll. Dann gibt es natürlich noch weitere begleitende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einführung von Renovierungspässen und Gebäudetechnik, Infrastruktur etc. Wir sehen es da unten in der Grafik. Das ist natürlich, weil die Gebäude und der Energieverbrauch der Gebäude auch zu einem großen Teil verantwortlich sind für die energiebezogenen Treibhausgasemissionen in der EU. Das alles kostet Geld. Die Umsetzung des Green Deals wurde mit 620 Milliarden pro Jahr zusätzlichen nötigen Finanzmitteln berechnet. Das heißt, die müssen auch irgendwo herkommen, können jetzt natürlich nicht nur aus der öffentlichen Hand, kann das nicht alles finanziert werden. Hier müssen auch ganz viel private Mittel mobilisiert werden. Und dafür ist eben auch die nachhaltige Finanzstrategie der EU gedacht. Hier haben wir noch eine andere Darstellung, wie groß diese Finanzierungslücke ist. Man sieht es in der Grafik auf der rechten Seite. Für Wohngebäude sind das da, naja, also etwas über 100 Milliarden Euro auch, die pro Jahr zusätzlich investiert werden müssen. Und auf der nächsten Folie habe ich es noch mehr im Detail aus einem ganz aktuellen Report von 2024, wo aufgeschlüsselt dann auch wird, in welche verschiedenen Tätigkeiten investiert werden muss, um diese Lücke zu füllen. Also ganz viel in Renovierung natürlich, aber auch in zum Beispiel ganz viel in Wärmepumpen, von denen ja, ich glaube, 30 Millionen installiert werden sollen in den nächsten Jahrzehnten in der EU. Und das Ziel ist, die Renovierungsraten für Gebäude auch zu verdoppeln, was sicherlich eine große Herausforderung darstellen wird. Auch in Österreich ist diese ganze Umsetzung der Umweltgesetzgebung und der Klimaneutralität mit großen Kosten verbunden. Und hier wurde der Investitionsbedarf im Gebäudesektor mit 26 Milliarden bis 2030, das jetzt nicht pro Jahr, sondern insgesamt bis 2030 berechnet in einer Studie des Umweltbundesamts von 2022. Woher soll also dieses Geld kommen? Wie gesagt, das muss auch aus dem privaten Sektor kommen. Das heißt, Finanzströme müssen umgeleitet werden in eine nachhaltige Richtung. Und dafür gibt es diesen Aktionsplan zur Finanzierung des nachhaltigen Wachstums der EU, wo die EU-Taxonomie eben ein Baustein ist, nicht der einzige. Auch Standards und Labels sind ein Baustein. Es müssen Investments in nachhaltige Projekte getroffen werden, etc. Aber man könnte schon fast sagen, das Rückgrat des Ganzen ist die EU-Taxonomie, da dieses Klassifikationssystem natürlich festlegt, welche Aktivitäten überhaupt als ökologisch nachhaltig angesehen werden können. Und hier nochmal eben ein ganz zentraler Puzzlestein in dieser Sustainable Finance Strategie, also der Strategie der EU, wie Kapital umgeleitet werden soll in eine nachhaltige Richtung, in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die in der Taxonomie eben festgeschrieben sind und auch wissenschaftsbasiert erarbeitet wurden und überarbeitet werden laufend. Und damit
übergebe ich dann auch gleich wieder zurück an die Moderation und freue mich schon sehr auf die kommenden Vorträge, die jetzt in der Taxonomie ganz tief in die technischen Details gehen werden, und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.